Hallo Leute, hier ist wieder Entwickler-Pages, also ich, Nico von Entwickler-Pages, muss ich echt langsam mal lernen, was ich hier sage am Anfang. Okay, auf jeden Fall geht es heute mal um was ganz anderes als normalerweise. Und zwar nicht um Minecraft, sondern um Blender. Das ist eine 3D-Software für die, die es nicht wissen. Und die es nicht wissen, würde ich auch empfehlen, nicht gerade mit diesem Video anzufangen. Da würde ich erstmal nach Steuerungsvideos suchen. Solche habe ich allerdings nicht. Noch nicht. Auf jeden Fall, vielleicht interessiert es euch ja trotzdem, auch wenn ihr jetzt anders von mir gewohnt seid. Wenn nicht, wie gesagt, es wird nichts mit Minecraft zu tun haben, dieses Video. Seid ihr nun ein Abonnent von mir, braucht keine Angst zu haben. Ich werde weiterhin Minecraft-Videos machen, aber weil Entwickler-Pages ja eigentlich eine Seite zu allen Bereichen der Informatik ist und eigentlich Minecraft jetzt nicht so sehr zur Informatik gehört, wollte ich auch endlich mal was Richtiges machen. Da habe ich mir einfach mal Blender ausgesucht. Und eigentlich war es auch gar nicht meine Idee, jetzt das Video hier zu machen zu Indirect Lightning, darauf komme ich gleich zurück, sondern es war eigentlich ein Wunsch von einem User. Es war keiner meiner Abonnenten, ich weiß jetzt nicht mehr wer das Name, es war ein seltsamer Name. Auf jeden Fall meinte er, ich soll mal so ein Video hier machen, wenn ich schon so eine Seite habe, die eigentlich gar nichts mit Minecraft zu tun hat. Bis auf das neue Forum, da kann man jetzt Sachen zu Minecraft reinschreiben. Ja, wäre auch nett, wenn ihr das nutzt, aber ansonsten hat es halt eigentlich meine Seite nicht so viel mit Minecraft zu tun. Entwicklerpages.de, da ist ja nicht mal ein M drin. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich fange gleich mal an. Also zur Indirect Lightning, das ist eine Technik, mit der kann man Objekte sozusagen zum Leuchten bringen. Ich habe hier schon mal was vorgerendert, das habe ich gerade eben gemacht. Einfach nur eine kleine Szene, ich kann sie euch mal zeigen. Hier drei Stäbe, eine Kugel und ein Boden, der reflektiert ein wenig. Warte, das kann ich auch auf dem Bild hier zeigen. Wo ist der? Ach da. Da sieht man hier ein bisschen Reflektion. Hier ist der Boden zu sehen. Auf jeden Fall, wie ihr auch erkennen könnt, hier ist keine Lichtquelle irgendwo. Hier auch ist es keine Lichtquelle und trotzdem kann man was sehen. Und es liegt an Indirect Lightning. Das lässt die Objekte sozusagen leuchten. Nicht glühen, aber leuchten. Und ja, das ist auch heute das Hauptthema, oder eigentlich das einzige Thema, was wir heute in diesem Video machen. Ich weiß nicht, also derjenige meinte, er konnte nichts Richtiges finden. Ich weiß nur, dass zu dem Zeitpunkt, als ich das gelernt habe, damit umzugehen, konnte ich auch nichts finden. Jedenfalls kaum, also deutschsprachig eigentlich gar nichts Richtiges. Und englischsprachig war es relativ schwer am Anfang. Da habe ich noch ein paar Seiten gefunden, die haben es ein bisschen erklärt. Ja, und dann habe ich ein paar Videos gesehen auf Englisch. Dann hat man es auch relativ schnell raus. So, ich erstelle mal einfach eine neue Szene hier, weil die weiß ich jetzt nicht, was da. Die ist ja sozusagen schon fertig. Habe ich nicht gespeichert? Nein. Egal. So. Und da fange ich mal am besten an. Indirect Lightning ist eine Möglichkeit, Objekte zu leuchten zu lassen. Es gibt dafür viele Möglichkeiten anzuwenden. Aber ich glaube, die meisten verwendete es so für Effekte wie, wenn man so Tron-sachenmäßige Sachen machen möchte, wo, ja, schwarzer Horizont, also eigentlich alles schwarz, vielleicht noch ein paar Sternenhimmel oder irgendwie sowas. Und dann halt viele Reflektionen, dann leuchtende Objekte, leuchtende Streifen, sowas halt. Dafür kann man Indirect Lightning perfekt benutzen. Ich weiß nicht, unter Cinema 4D hieß, glaube ich, die Eigenschaften der Materialeigenschaften leuchten. Im Blender ist es natürlich alles wieder mal anders. Aber ja, am besten machen wir jetzt mal Grundeinstellungen. Und zwar, wie gesagt, meistens verwendet man das bei schwarzem Horizont. Das werden wir auch mal machen. Deswegen stellen wir den Horizont runter, wenn ihr jetzt gerade dieses Video komplett alles nachbaut. Wenn nicht, braucht ihr es natürlich jetzt nicht zu machen. Und dann müssen wir weiter runtergehen, dann sehen wir auch schon die Einstellung Indirect Lightning. Die müsst ihr aktivieren. Aber ihr seht, hier geht keine Eigenschaft an, wir können die nicht verändern. Jedenfalls, wir könnten sie verändern, aber sie sind grau gefärbt. Wieso kann ich die verändern? Kann ich das hier auch? Stimmt, kann ich. Wow, habe ich gar nicht gewusst, dass man das ändern kann. Wahrscheinlich ein Bug oder so. Kann ich das hier auch? Huch, Entschuldigung. Nee, hier nicht. Na egal, war jetzt auch nicht wichtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, 1.6 backt ein bisschen. Das hier ist 1.6, aber auf jeden Fall ist schon 1.51.
keine Ahnung. Funktioniert auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, 1.6 buggt unter OS X noch ein bisschen, auch Animationen rendern kann ich nicht, dann stürzt es immer ab, deswegen rendere ich Animationen immer noch mit 1.5, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Und zwar, viel mehr wichtiger ist, dass hier nur Gafer angegangen ist, aber Indirect Lightning nicht. Deswegen müssen wir erstmal auf Approximate schalten. Raytrace kann das nämlich nicht. Raytrace ist ein Strahlenverfolgungsverfahren, das kommt damit nicht klar. Seltsam hätte man auch eigentlich auch implementieren können, glaube ich. Egal. Und hier haben wir die Einstellung Bounces und Faktor. Aber die können wir eigentlich so direkt lassen, wie es wollen. Wie es jetzt ist. Das reicht für die meisten Fälle. Das hier ist ein Einsteigervideo. So. Und nun könnten wir diese Box nehmen und gleich leuchten lassen. Aber stattdessen lösche ich sie lieber. Ich gehe auch zur Lampe, also zum Licht, und lösche sie auch. Wir wollen hier kein Licht haben, dass die das Leuchten verfälschen könnte. Und ja, mit dem Würfel wollte ich das nicht gerade machen, wobei ich hätte den Würfel doch da lassen können. Nehme ich stattdessen zwei Kugeln. Okay, hätte jetzt auch duplizieren können, aber ich mache das mal so. Kann man es schöner verfolgen, wenn ich keine Tastenkombination nehme. So, jetzt haben wir hier zwei Kugeln. So, mache ein bisschen Abstand dazwischen, damit man auch sehen kann, dass die eine leuchten soll. Hätte ich vielleicht... Na egal. So, jetzt fügen wir hier Material zu. Das nennen wir mal einfach... Liked. Und die lassen wir mal in einem schönen dunkelblau leuchten. Wobei da natürlich durchs Leuchten wird das alles wieder etwas heller. Dunkelblau leuchtet, na egal. Specular machen wir mal runter. Auf 0 hier. Wir brauchen keine Glanzlichter. Und dann sehen wir hier im Shading gibt es drei Eigenschaften. Eine ist im Image steht hier. Das ist auf jeden Fall, wie viel Emitter habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist meistens für Partikel und sowas. In diesem Fall für den Lichtwert, wie viel es strahlen soll. Also auch wieder Ausschüttung von sozusagen. Und den könnt ihr hochstellen. Ich stelle ihn mal auf 20. Wenn wir jetzt rendern, ich weiß nicht, ob wir was sehen, ob das nicht so schwach war. Aber wir sehen, die Kugel leuchtet. Hier ist die andere Kugel ein bisschen im Weg. Das sieht so ein bisschen angeknabbert aus. Aber wir sehen, es leuchtet schon ein bisschen. Und wir sehen auch, dass wir die Kugel hier gar nicht, gar keine Reflexion sehen könnten, da die hier ganz falsch positioniert ist. Vielleicht passt sie jetzt besser. Ich hätte mal auf 0. Ja, jetzt sehen wir es hier. Hier leuchtet die auch schon ein bisschen. Trotz, dass es hier nur relativ dunkel eingestellt ist, haben wir hier schon Beleuchtungen. Theoretisch würde der Wert hier auch schon reichen. Man kann jetzt auch mit um einiges höher stellen, auf 1.0, also, nee, ja, doch 1.0 zum Beispiel. Gut, und rendern, dann wird es gleich ziemlich hell leuchten. Und ja, daraus kann man halt nette Effekte machen, die lassen sich auch schön mit Reflexion verbinden. Ich weiß nicht, es war so kurz, dann kann man noch mehr zeigen. Eigentlich viel mehr Einstellungen so direkt gibt es hier gar nicht mehr. Das sind so die Grundsachen, mit denen kann man aber schon einige schöne Effekte erzielen. Mal den löschen wir hier nochmal. Und dann gehen wir hier mal in den Edit-Mode. Huch, falsche Taste. Und was machen wir dann mal? Wir wollen keine Vertices, wir machen Flächen. Und Objekteigenschaften, na egal. Machen wir erstmal hier. Achso, immer diese Reihenfolge. Ja, mit den C komme ich nicht so gut klar, beziehungsweise nicht so doll. Na, hätte ich den kleiner machen müssen. So. Das ist wie viele zwei Abstand da? Dann kommt der eine hier. Und da der andere. Gut. So, für die, die es nicht wissen, wenn man hier auf Transparent schaltet, macht er komplett einmal durch. Also im Edit-Mode natürlich nur. Na egal. Jetzt haben wir hier diese Ringe markiert. Jetzt gehen wir hier auf dieses komische Dreieck Objektdata, Vertex Groups, und fügen wir da eine zumachen, die nennen wir jetzt mal Liked. So, ich hoffe, das habe ich richtig geschrieben. Und dann auf Assign. Gut, und jetzt können wir hier Select, dann wählt er
Wählt er die immer aus? Wieso hat er jetzt die auch mit ausgewählt? Na egal. Und wir können hier auf das Schlösschen drücken, dann können wir die nicht mehr verändern. Sicher ist sicher. Jetzt brauchen wir noch ein anderes Material. So, jetzt wäre es eigentlich schöner, wenn die andersrum wären. So, jetzt nehmen wir einfach mal wir haben ja Englisch gemacht, nennen wir es Mirror. Huch. Mirror, Spiegel. Gut, und hier machen wir einfach, wo ist das? Mirror auf Reflection 1.0. Mehr brauchen wir auch nicht. Wenn ich das jetzt mal rendere, werden wir wahrscheinlich gar nichts sehen, weil ich da was vergessen habe. Und jetzt, so, nochmal auf Assign. Wenn ich jetzt rendern würde, dann sehen wir hier diese seltsame Kugel. Ah, natürlich, ich wäre ja nicht in der 3D-Ansicht. Entschuldigung. Er liegt an der Maus, die ich gerade verwende. Das ist die Maus, die ich immer für Minecraft verwendere. Normalerweise mache ich mit der Magic Maus. Aber die habe ich gerade nicht hier rumliegen. So. Und jetzt könnten wir wieder in den Object Mode und die ganz oft duplizieren. Duplizierung, ach ja. So. Kommt da noch eine hin. Da noch eine hin. Wo könnt ihr denn noch welche hinmachen? Hier. Huch, das war. Hier noch eine hin. Rendern wir mal. Und dann. Ah, vielleicht hätte ich ein bisschen runter. Huch, runterstellen müssen. Das war jetzt. So, und da sind ja ganz viele Reflektionen drin. Die sind ein bisschen. Die sehen jetzt nicht so doll aus. Vielleicht hätte man es auf dem Boden legen müssen, damit es besser aussieht. Weiß ich nicht. Man hat die Reflektion jetzt nicht ganz zur Geltung kommen gelassen. Ja, machen wir es nochmal schöner. Modellieren ist halt auch ein bisschen ausprobieren. Gut, dann machen wir mal schnell einen Boden. Aber ohne Transparenz würde ich mal sagen. Einfach nur als Fläche sozusagen. Was mache ich denn jetzt? Oh. Stelle ich die mal auf 0. Huch! Jo. Wo ist sie jetzt hin? Jetzt habe ich mich wieder verklickt. Nicht? Ja, total. Ach, mache ich lieber wieder Einstellungen. Ich hoffe, man hört jetzt die Tastatur nicht mehr so doll. Das war ja eigentlich der Grund, warum ich jetzt überhaupt hier mit Headset arbeite. Und dann hoffe ich, dass zumindest das was gebracht hat. So, theoretisch bräuchte es kein Material. Ich mache es trotzdem nochmal eins dran, dann kann ich eine gewisse Reflexion reinsetzen. Nennen wir auch mal Mirror. Auch wenn es jetzt, ja, eins macht automatisch. Nicht viel, aber ein bisschen. Huch. Machen wir hier auch ein bisschen dunkler. So, das reicht schon. Diffuse auf schwarz. Oh, nicht pink. Bloß nicht pink. So. Ach, im Moment steckt es hier noch im Boden fest. Das habe ich ganz vergessen. Und die Kugel setzen wir ein wenig hoch. So. Und rotieren wir auch ein bisschen, damit es ein bisschen anders aussieht. Und duplizieren wir. So, machen wir mal dahin. Und rotieren wir wieder ein bisschen, damit wir immer ein wenig mehr Individualismus reinbringen. Sozusagen. So, jetzt wird auch die Renderdauer um einiges langsamer, wie wir hier sehen. Geht beim Mac schon fast an die Grenzen. Liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen an der Aufnahme jetzt ein wenig. Das zieht es immer ein bisschen runter. Und da sehen wir auch schon das Endergebnis. Jetzt höre ich auch auf, aber nur um zu zeigen, was man damit machen kann. Das sieht auch eigentlich schon ziemlich nett aus, das Bild. Muss man vielleicht noch die Kamera ausrichten, ein paar mehr Kugeln. Vielleicht hier im Mitte ein bisschen runter. Spiegelung, vielleicht mehr Spiegelobjekte, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat man damit schon eine nette Grundszene. Und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was man so schönes mit Indirect Lightning machen konnte. Hier ist nochmal sozusagen das Ergebnisbild dieses Tutorials.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja mal ein Video in einer ganz anderen Richtung. Das war auch das erste, was ich mit Blender jetzt gemacht habe als Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht bitte einen Daumen hoch, damit ich auch sehen kann, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr jetzt ein alter Abonnent ist oder Minecraft interessiert seid, keine Sorge, ich mache mit Minecraft weiter. Und wenn ihr jetzt, also ich kann auch die anderen sagen, die mich jetzt noch nicht abonniert haben und mehr am Blender interessiert sind, ich werde auch immer mal wieder Blender-Videos machen. Und wenn ihr eine Anfrage habt, werde ich auch versuchen, die zu beantworten. Also auch mit einer Video-Tutorial. Wenn ich besser vorbereitet bin, erwähne ich dann auch euren Namen natürlich, euren YouTube-Namen. Sofern ihr es wollt, müsst ihr natürlich runterschreiben, wenn ihr es nicht wollt. Auf jeden Fall, ja, ich werde auf jeden Fall mal auch Blender-Videos machen. Ich werde wahrscheinlich auch Programmierer-Tutorials machen. Ich werde halt alles machen, worum sich Entwickler-Pages sozusagen dreht. Hauptsache wird wahrscheinlich immer noch Minecraft sein, weil man es halt besser aufnehmen kann. Sozusagen, man kann auch mehr zeigen, aber ich möchte halt auch mal wieder sowas machen, Blender und ja. Bis dann, viel Spaß noch!